St. Pauli bereichert Lemgo dadurch, dass es so ist, wie es ist. Wir wollen weg von dem immer mehr zu machen, mehr zu dem immer mehr wir zusammen. Man sollte sich darauf einstellen, mit sehr vielen, sehr unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben. Und wir sind ganz lieb. Obwohl wir ein verrückter Haufen sind, keine Angst haben. Also was mich an dieser Stadt begeistert, ich bin nicht hier geboren, ich bin tatsächlich eingelippert, bin seit 2005 hier, es ist groß und klein. Das heißt, es ist klein genug, damit die Wege kurz sind und dass man alle kennt und auch schnell ein Teil ist dieser großen Lemgoer Stadtfamilie. Und es ist groß genug, dass man ein bisschen anonym auch sein kann, es ist halt auch eine Stadt. Zuerst hat es mich geschockt, die kleine Stadt hier, weil es auch wirklich sehr familiär ist. Aber wenn man einmal drin ist, sind die Leute unheimlich treu, hilfsbereit und auch die Häuser sind toll, viele alte Häuser. Wir haben ein Hinterland, wo man wahnsinnig toll wandern kann, also es lohnt sich. Ich bin die Brigitte Remmert. Ich bin für die Ordnung zuständig, ob steuerlich oder Landeskirchenamt oder unsere eigenen Strukturen. Wir sind vielfältig, bei uns ist, ich würde sagen, fast alles erlaubt, ob sitzend, stehend, hüpfend, tanzend. Und ich glaube, ein Schwerpunkt unserer Gemeinde ist, dass Menschen hier selbstständig und heil werden können. Dominik Remmert, bin hier Küster mit einer Heimstelle. Für mich ist es ganz, ganz toll, es in dem Sinne einladen, gastfreundlich hier zu machen. Dass Menschen sich wohlfühlen, dass sie sagen, hier bin ich gerne, hier allein die Atmosphäre stimmt schon und sagt, oh, das ist eine Gemeinde, kann ich mich wohlfühlen, das ist ein Ort, wo ich gerne bin. Ich bin Edda Würfel und ich bin die Gemeindesekretärin seit 16 Jahren. Was ich noch anders finde als in anderen Gemeinden, ist, dass sehr, sehr viele Ehrenamtliche hier bei uns mitarbeiten. Und ja, dass wir versuchen, uns zu ergänzen dann in der Beziehung. Aber dass es dadurch auch manchmal ein sehr wilder Haufen ist. Und ja, dass wir eben auch versuchen, das eben zu koordinieren. Ne? St. Pauli hat sich vor vielen Jahren auf den Weg gemacht und hat gesagt, wir wollen einfach diakonisch tätig sein. Ja. Und in diese Phase rein kam dann halt dieses Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser. Ein Mehrgenerationenhaus ist erstmal ein Ort der Begegnung. Das ist das Wichtige hier im Haus. Das heißt, junge Menschen, alte Menschen, Menschen aus verschiedenen sozialen Milieus, aus verschiedenen Kulturen kommen hier zusammen. Und wir sind eigentlich dafür da, dass genau Menschen, die sich vielleicht im normalen Leben nicht so treffen, weil jeder so in seiner Bubble ist, voneinander wissen, voneinander lernen, ja, und miteinander nette Sachen unternehmen. Ja, ich bin Silke Schmidt. Ich bin Koordinatorin im Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser. Dagmar Begemann, ich leite das Haus seit 2007 und auch die gesamte diakonische Arbeit hier in St. Pauli. Das ist das Mehrgenerationenhaus zum einen und die Flüchtlingshilfe zum anderen. Ja, und bin so ein bisschen das Außenministerium. Und Silke ist so ein bisschen das Innenministerium. Genau. Es soll nicht einfach ein Hilfeort sein, sondern Menschen sollen befähigt werden oder aufblühen. Und das war uns ganz wichtig von Anfang an. Kein Mensch ist nur hilfebedürftig. Wir alle brauchen mal was und wir alle haben was zu geben. Und wenn das zusammenkommt in einer guten Art und Weise, dann werden wir alle beschenkt. Wir haben unterschiedliche Zimmer sozusagen in diesem Haus. Ein Zimmer ist die Beratungsstelle, dann gibt es die seelsorgerlichen Begleiter, dann die Endlich-Leben-Gruppen. Und jeder Bereich wird von unterschiedlichen Menschen geleitet. Und mein Name ist Sabine Rosemeier und ich leite das Werkstatt-Leben-Haus, also diese gesamte seelsorgerliche Arbeit der St. Pauli-Gemeinde. Mein Name ist Petra Bauer. Ich leite seit ein paar Monaten die Beratungsstelle des Werkstatt-Leben-Hauses. Das Besondere an der Beratungsstelle in Pauli ist, dass es in Pauli sehr viele Menschen gibt, die sich schon mit Beratungsthemen auseinandergesetzt haben und dass wir auch ganz viele kompetente Leute haben, mit denen wir kooperieren können in der Beratungsstelle oder auch im Gesamtwerkstattleben. Das grundsätzliche Ziel ist, ja, Menschen so schnell wie möglich in die Freiheit, in die Mündigkeit zu führen, in die Selbstsorge sozusagen.
Ich bin Helge Seekamp und bin Pfarrer in dieser Gemeinde seit 2000, habe eine 75% Stelle, die ich mit Cora Salzmann gerade teile. An der St. Pauli-Gemeinde ist ziemlich auffällig und damit auch sehr besonders, dass hier höchst selbstständige Menschen ehrenamtlich unterwegs sind, in verschiedensten Feldern arbeiten, von Diakonie bis Spiritualität bis zur Seelsorge, alle Felder abgedeckt sind, die man sich vorstellen kann. Und wenn einer was will, dann darf er und dann macht er. Und bei uns ist irgendwie so die DNA, dass immer wieder was Neues passiert. Wir haben einfach immer wieder neue Ideen und manchmal werden wir von unseren Ideen auch ein bisschen gefordert, die in die Tat umzusetzen, aber es pulsiert hier. Ich bin Werner Schmidt. Ich bin seit 1992 hier hauptamtlich für Gemeindepädagogik angestellt. Ich glaube, ich bereichere die Gemeinde dadurch, dass ich eine besondere Art habe, einfach auf Menschen zuzugehen, durch ein Herz, das Leuten gerne versucht, verständlich, deutlich zu machen, was Glaube wirklich ist. Und Menschen sind immer sehr erstaunt, wenn sie sagen, das ist also Glaube, das habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Ich bin Norbert Meyer und bin seit 2010 hier als Musiker angestellt und außerdem ein paar Jahre weniger als Laienprediger. Ich kümmere mich hier um die verschiedenen Musikteams, versuche, dass jeder sich wohlfühlt an seinem Platz, aber auch jede und jeden herauszufordern. Ja, und ich liebe es auch, systemisch hier Sachen voranzubringen. Gesundheit. Machen wir das nochmal. Das waren gerade die letzten 5 Sekunden. Schneller Schnitt.